Jo, Freunde, was geht? Ganz kurz an der Stelle. Guck mal, ich kann nicht mal essen. Ey, da frage ich mich, hab ich gegessen oder hat der Pullover gegessen? Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. So, Freunde, was geht heute mal? Warte mal, wer ruft mich gerade? FaceTime an. Ey, wie kann ich durch meine Hose sehen, dass mich jemand FaceTime anruft? Was redest du? Was mach ich da? Bruder, ist egal. Ich bin du aus der Zukunft. Hä, wie geht sowas? Bruder, ist egal. Vertrau mir. Wir haben keine Zeit. Ich muss dir erzählen, was im Video passiert ist. Erzähl, was passiert? Digga, guck einfach selber. Wohin? Was? Bruder, Packung ist hier. Schmeckt gut, ne? So zwischen den Zähnen, ja, das Schwein bewegt sich, ne? Wie? Das ist dein Ernst? Das ist ein Schwein. So, Freunde, ihr habt auf jeden Fall gesehen, was im Video passiert ist. Da waren unnormal kranke Reaktionen auf jeden Fall am Start. Ihr fragt euch jetzt, Bruder, warum kann ich das nicht? Meine Zunge dreht sich manchmal nicht. Satanismus. Was? Das war Spaß. Ey, apropos Satanismus, ne? Ich mach mich darüber witzig, aber check mal das letzte Video ab, was ich hoch... Ja, Ehrenmann. Der Satan hat mich gepackt, was soll ich machen? Ich kann nicht reden. Ihr fragt euch doch jetzt wahrscheinlich, Dennis, was machst du? Was hast du vor? Ich glaube, ihr könnt euch daran erinnern. Gleich hau ich mir zwei Wummen. Ich glaube, ihr könnt euch an das Video erinnern, wo ich den Schweinefleisch-Prank in dem. Das klappt nicht, der Satan hat mich gepackt. Ich glaube, ihr könnt euch an das Video erinnern, an den Schweinefleisch-Prank, den ich auf dem Steindamm gedreht habe, wo ich zu den Leuten gegangen bin und den Geflügelwürstchen angeboten habe. Und während sie die gegessen haben, gesagt habe, dass es Schweinefleisch-Prank ist. Ich habe noch nie so schlecht Deutsch gesprochen, ohne Witz. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe den Leuten Würstchen angeboten, das waren Geflügelwürstchen. Und sie haben sie gegessen. Und während sie sie gegessen haben, habe ich gesagt, dass es Schweinefleisch-Würstchen sind. Natürlich waren es Geflügelwürstchen, aber die Reaktion hat gezählt. Ja, der schnellste YouTuber Deutschland. Und genau heute habe ich mir gedacht, mache ich das mit Haribos. Was auf den Fake. Ich habe hier zwei Würstchen. Oh. Wie bin ich auf Würstchen gekommen? Wie gesagt, ihr seht, ich habe hier zwei Packungen Haribos. Einmal die Halal-Version und einmal die Haram-Version. Ich gebe den Dingern mal einen Namen. Als wären das meine Kinder. Einmal Halalibo und einmal Haramibo. Jetzt fragt ihr euch, für was würdest du dich entscheiden? Aber ich habe einen ganz, ganz bestimmten Plan. Den sage ich nicht jetzt. Den werdet ihr im Laufe des Videos sehen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Das wird auf jeden Fall zu einer kranken Reaktion führen. Yeah. Ich habe wirklich sehr lange mein Instagram nicht gepusht. Ich weiß, ihr werdet mich dafür hassen, aber ich muss mein Instagram wieder erwähnen. Passiert. Ihr wisst auch, manche tragen Schmuck. Ich weiß nicht warum, aber es ist wie mein Ring. Wie gesagt, checkt mich auf jeden Fall auf Instagram und Snapchat ab. Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, wir sind schon auf 10 Minuten gekommen. Gebt euch das Video. Viel Spaß. Bruder, was ist das hier für Wetter? Mal Sonne, mal Regen, mal Wind, mal... Ja. Bruder, du weißt selber, guck mal, wie dünn ich bin. Ich flieg gleich weg. Was geht, Bruder? Steiner muss man immer alle geben, Bruder, weil Desinfektionsmittel zu Hause. 3, 2, 9. Eigentlich, ihr denkt euch, hä, warum haben wir jetzt sie drin? Die passt doch gar nicht. Wir wollen gerade so ein Experiment durchführen und wir suchen dafür eigentlich Ausländer. Ja. Aber du bist? Ich bin Türkin. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Niemals. Ich schwöre. Wir sind drin. Hey, oh mein Gott. Bist du ehrlich Türkin? Ja. Aus welcher Stadt? Zonguldak. Stell dich mal ganz kurz vor, Bruder. Ja. Das ist ja. Wie heißt du? Amir. Ich heiße Erkal. Ich heiße Asad. Ich heiße Mohammed. Bin ich Mero. Mero? Mero, genau. Alter, Mero, ja? Wie heißt du? Umi. Mehmet? Mehmet auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben jetzt hier Mehmet am Start. Hossein. Hossein, okay, Hossein. Kennt ihr Mero? Nein. Bin ich Mero? Nein. Merhaba? Merhaba. Nasıl? İyi, sen nasılsın? Bestimmt die Leute schreiben, hä, du kannst nicht mal Türkisch sprechen. Wie alt bist du? Ich bin 20. Bruder, verarsch mich. Yemin ederim. Erstmal Türkin glaube ich dir nicht. 20 Jahre alt glaube ich dir auch nicht. Ey, Ehre. Ausweis, glaubst du mir nicht? Wie heißt du? Gizem. Wenn da jetzt nur eine Eiche rausgekommen wäre, ja, ne, dann wäre ich nächster IC Richtung Dings, Köln. Was macht die hier? Spazieren. Aber, was hat da für einen Ton getroffen, ja? Hast du Frau? Eigentlich, ne, momentan nicht, habe ich nicht. Warum hast du keine? Ja, also Suicide, ich habe was anderes vor, also ich meine, ich muss ein bisschen reich werden, weißt du, ich habe reich. Was, genau, ich habe was. Reich werden? Genau. Schwein esst ihr nicht, ne? Nee. Auf keinen Fall. Nee. Nein. Nein. Ich esse auch nicht. Wir essen alle kein Schwein, ne? Nein. Nein. Nee, kein Schwein. Nee. Nein. Okay, sehr gut. Bruder, weißt du, dass wir kein Schwein essen? Ich habe gesehen, hinter Ohr stand, dass du kein Schwein isst. Frag mich mal, was ich bin. Was du bist? Türke. Frag mich, ob ich Schwein esse. Ja klar, vielleicht isst du. Ich habe vorhin gegessen und ich habe zwischen meinen Zehen noch Schwein.
Freunde, ihr fragt euch jetzt, warum hier ein Kaffee ausgekippt wurde. Nach meiner Erfahrung ist das noch relativ frischer Kaffee, weil das gerade vor ein paar Sekunden passiert ist. Deswegen lass uns mal kurz. Ach, irgendwann, wir wollen filmen. Der ist schon hier. Da passiert es. Film. Da passiert es. Die haben Streit. Was soll man dazu sagen? Das ist Steinam, ja? Krank. So viel Aufwand, nur um ihren Ausweis rauszuholen. Hier sind doch ein paar Leute, Steinam, die mal Taschen klauen. Gizem. Ja. Heftig. Wie lange soll ich noch die Tasche halten? Wir haben Haribus, ne? Kennst du doch bestimmt. Ja. Okay. Aber du weißt doch, unsere Haribus. Okay. Was steht da? Halal. Du bist eine, machst Augen zu und musst sagen, welche Farbe das ist. Okay. Also ich wissen, ob das Schwein ist oder nicht. Das ist doch neu aufgemacht, Bruder. Jeder nimmt einen, ja? Ist das Halal? Ja, Bruder, das steht ja, doch. Ja, steht schon, ja. Ah, alles gut. Nimm, Bruder. Bruder, Packung ist hier. Schwein. Ein Schwein hast du schon mal gegessen? Auch versehen, als ich hier war. Aber du isst allgemein kein Schwein, ne? Einer für mich. Wie ist Konsistenz? Tadde, Bruder. Tadde, Nasser, Tadde. Normal. Bruder, jetzt musst du Deutsch reden, Bruder. Ist gut. Ich rabere gerade. Der ist kein Schwein. Ja, habt ihr gesehen? Bruder, das ist der Verschimmelte. Spuck schnell aus, das ist der Falsche. Einen neuen musst du nehmen. Okay, das ist blau. Ich hab hier noch nie blaue Haribus gesehen. Ich schwör auf alles, noch nie blau. Wieso ist der Falsche? Der war Dings, der war auf Boden, wir haben wieder reingetan, deswegen. Ja? Ja. Ekelhaft. Bruder, das ist der Falsche. Was ist der Falsche, Alter? Quatsch, Bruder. Ich bin türkisch, ich esse kein Schwein. Kann so sein. Ja, ich kenne auch sehr viele Afghaner und esse trotzdem Schwein. Wir haben verwechselt, glaube ich. Wenn du auf diesen Gummibärchen kaust, ja? Was siehst du? Nichts. Bruder, du schläfst gleich ein, Bruder. Mach auf die Augen. Bei uns Türken ist ja so, wir essen kein Schwein, ne? Ja. Warum isst du dann weiter? Verarsch mich doch nicht. Doch, Halal. Schmeckt gut, ne? So zwischen den Zähnen, ja, das Schwein bewegt sich, ne? Wie? Warte, Jungs. Ey, gleich Bombe, ja? Bruder, gleich. Ah, Bruder. Bruder, ich hab Loch in Hose. Nein, aber mach nicht Loch hier rein, Bruder, mit Zigarette. Kau mal ein bisschen weiter. Ich zeig dir kurz ein Video, ja? Welche Farbe war das? Grün. Regie war richtig? Ich mag ja, ja. Was war das? Schwein? Was meinst du? Bruder, du kannst dich doch nicht blamieren jetzt hier neben den Jungs. Wie? Welche Farbe hast du gegessen? Grün. Grün hat er gegessen. Was redest du? Bist du dir sicher, dass du grün gegessen hast? Ja. Du kannst mir doch nicht sagen, dass grün Schwein ist. Ist gut Konsistenz. Ja. Schmeckt gut? Ja. Ich muss Bus nehmen. War das Schwein oder was? Warte, ich frag kurz. War das Schwein, Bruder? Halt mal ganz kurz. Halt mal kurz die Schweinekonsistenz. Ich zeig dir mal ein Video, ja? Da ist die Haribus mit Schwein. Guck mal, da steht auch Gelatine. Mhm. Oh, das ist echt ein Schweinegoodie. Ist dein Ernst? Schweine-Gelatine. Scheiße, was soll das? Du hast Schwein gegessen, Mann. Du hast Schwein gegessen, Bruder. Bruder, ich hab nicht gegessen, hier. Bruder, ich hab nicht gegessen. Digga, warum schicken die mir so eine Videos? Das ist mein Dings, Regie. Der ist hier irgendwo auf dem Haus. Der guckt mit Fernglas runter. Und der hat gesehen, du hast grün gegessen. Lügt doch nicht. Du hast aber gerade... Schwer. Nein. Ist es dein Ernst? Nein. Bruder, das ist... Warst du ein Schwein? Habt ihr Schwein schon mal gegessen? Nein. Ich auch nicht. Noch nie? Ich auch noch nie gegessen. Bruder, das wurde dir heute offiziell entjungfert. Was? Was, Bruder? Hey, Jungs. Was war das, Bruder? Warte, ganz kurz. Bruder, was schwimmst du schon? Warte. Was sagst du, Bruder? Du hast aber gelb gegessen, ne? Oder hast du grün gegessen? Nein, grün. Der hat nicht grün gegessen. Doch, ich hab sicher jetzt grün? Ja, ich hab ja auch gesehen. Warum isst du grün, Bruder? Ich sag doch, spuck aus, das war falsche. Ey, weißt du, dass Schwein ist oder was nicht? Hast du ihn gefragt? Wie heißt du nochmal? Erkan. Hassan. Hassan und Erkan sind Schwein, jetzt absurd. Spaß, Jungs, Spaß. Das war kein Schwein. Das war Pferd. Pferd, kennt ihr Pferd? Ja, das war Pferd. Und? Das war auch Haram, Bruder. Hattet ihr Angst, Bruder? Ja, ich habe, wie sagst du, Schwein, ich hatte Angst. Ich habe gesagt, was sagst du? Ich habe nicht verstanden, Allah. Auch, aber ich bin Allah. Er kann Deutsch, ein bisschen anders, weißt du? Ja, er spricht Deutsch. Guck mal, es gibt Leute, die sprechen Deutsch und es gibt Leute, die erfinden Deutsch. Das ist sehr, er findet einfach Deutsch. Wir sehen uns, Jungs. Bruder, ich habe euch gedribbelt. Nenn dich Ronaldo ab heute, ja? Bist du YouTuber? Ich nein, Bruder, das ist für Twitter. So, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen und auch unterhalten. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und Spaß, wir werden hier die ganze Zeit beobachtet. Wir müssen jetzt schnell weggehen, bevor wir Stiche bekommen. Aber nicht vom Tätowierer.
Der war schlecht, ne? Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr es jetzt auf jeden Fall gerne abchecken. Wie gesagt, mehr kann man dazu nicht sagen. Wir fühlen uns hier nicht mehr sicher, wir müssen schnell gehen, bevor wir jetzt ehrlich einen Stich bekommen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Hallo, mein Name ist der 10 Minuten Strecker. Hast du Dennis auch noch nicht abonniert? Dann abonniere ihn jetzt und aktiviere die Glocke, um immer eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn ein neues Video online ist.